Schönen guten Tag, Internet, und vielen, vielen Dank, dass ihr dieses Video angeklickt habt, denn ich kann mich nicht daran erinnern, mit der Ausnahme von Super Smash Bros., dass ich schon mal zu irgendeinem anderen Wii U-Spiel so viel Berichterstattung auf YouTube gesehen habe, wie zum Mario Maker, und deswegen sage ich wirklich nochmal von ganzem Herzen vielen, vielen Dank, dass euch meine Meinung auch noch interessiert, und wir fangen direkt an. Super Mario Maker ist ein Level-Editor für die Wii U, der es euch erlaubt, eigene Super Mario Levels zu bauen. Und für mich ist das so, als wäre ein Traum wahr geworden. Ich weiß nicht, wie das mit jüngeren Spielern ist, aber ich bin mit den verschiedenen Mario Games aufgewachsen und ich habe mir immer gewünscht, dass ich irgendwann mal die Möglichkeit hätte, eigene Levels zu kreieren. Und endlich ist es soweit und ich kann es kaum glauben, dass Nintendo tatsächlich erst jetzt auf diese Idee gekommen ist. Das Merkwürdige ist, es fühlt sich so an, als ob Super Mario Maker mindestens 10 Jahre zu spät kommt. Auf dem PC gibt es schon ewig Programme, mit denen man Super Mario Levels bauen kann. Aber obwohl das Ding eigentlich schon für Nintendo 64 oder GameCube hätte erscheinen müssen, freut es mich total, dass es endlich da ist. Und ich kann euch sagen, es ist verdammt gut geworden. Das allerbeste Feature von Super Mario Maker ist sicherlich die Art und Weise, wie das Gamepad hier integriert wurde. Der etwas skurrile Wii U-Controller, über den auch oft gemeckert wird, der gibt euch tatsächlich die volle Kontrolle über das Geschehen. Ihr könnt hier unglaublich schnell Levels bauen, sicherlich viel schneller als das mit Maus und Keyboard möglich wäre. Und das Ganze fühlt sich extrem intuitiv an. Man weiß sofort, was zu tun ist. Und es ist tatsächlich grundsätzlich innerhalb von Minuten möglich, ein Level herzustellen, was tatsächlich danach auch Spaß macht. Es ist schon ziemlich traurig, dass Super Mario Maker erst jetzt erscheint, wo Nintendo bereits die Nachfolgekonsole zur Wii U angekündigt hat. Weil ich glaube, wenn das hier ein Launch-Game gewesen wäre oder in der frühen Phase der Konsole rausgekommen wäre, dann wäre die deutlich erfolgreicher gewesen. Und außerdem glaube ich, dass dann wahrscheinlich noch deutlich mehr ähnliche Editoren rausgekommen wären für diese Konsole. Jetzt halte ich es eher für unwahrscheinlich, dass wir noch einen Mega Man Maker oder einen Kirby Maker oder ähnliches auf der Wii U sehen. Aber es wäre so unglaublich schön gewesen. Aber gut, widmen wir uns dem, was wir haben, und das ist der Super Mario Maker, der ja auch nicht zu verachten ist. Grundsätzlich erlaubt es euch, dieses Game in die Rolle von Shigeru Miyamoto zu schlüpfen, dem genialen Erfinder von Mario. Ihr könnt hier also tatsächlich Level-Designer werden und eure verrücktesten Ideen in die Tat umsetzen. Und das Beste daran ist, ihr braucht keine Programmierkenntnisse. Ihr müsst nicht mal besonders helle im Kopf sein, weil das Ganze erklärt sich tatsächlich fast von selbst und ruckzuck habt ihr wirklich eure ersten genialen Stages gebastelt. Wenn ihr, so wie ich, große Fans der Serie seid, könnt ihr euch freuen, denn in diesem Baukasten steht tatsächlich alles zur Verfügung, was ihr aus den diversen 2D-Marios kennt. Und das Geniale an der ganzen Geschichte ist, dass nicht nur New Super Mario Bros. Angeboten wird, sondern es gibt insgesamt 4 verschiedene Designs für die verschiedenen Welten. Ihr könnt wirklich klassische Mario-Levels basteln, ihr könnt die Grafik von Super Mario Bros. 3, meinem persönlichen Favoriten, verwenden. Super Mario World ist dabei und dann eben das wunderschöne HD-Update New Super Mario Bros. Und jedes dieser Designs hat bestimmte Eigenheiten und bestimmte Besonderheiten, sodass es tatsächlich auch was bringt, ein bisschen zu experimentieren und genau zu überlegen, für das Level, was ich mir gerade ausgedacht habe, was ist da die beste Variante. Und natürlich innerhalb der verschiedenen Designs dürft ihr auch nochmal verschiedene Einstellungen für die gesamte Welt vornehmen. Zum Beispiel könnt ihr Unterwasserlevel kreieren oder ihr könnt dem Ganzen den Look von den Bosskämpfen geben mit extra viel Lava und so weiter. Und die unglaublich vielen Möglichkeiten, die vielen Variationen, die es gibt, die machen den ganz besonderen Reiz von diesem Game aus. Selbst wenn ihr überhaupt gar keinen Bock darauf habt, eigene Levels zu bauen oder euch für unkreativ haltet, solltet ihr euch trotzdem sehr gut überlegen, ob ihr euch vielleicht dennoch den Super Mario Maker zulegen möchtet. Denn grundsätzlich ist das hier das Spiel, was euch
unendlich viele Super Mario Levels bietet. Es gibt natürlich Community-Funktionen und ihr könnt euch die Kreationen anderer Menschen angucken, ihr könnt versuchen, die zu schlagen. Es gibt verschiedene Suchmöglichkeiten, ihr könnt schwere Level oder einfache oder mittlere Levels zocken und ich kann mir eigentlich keinen besseren Deal vorstellen, als dieses Spiel zu kaufen und dadurch unendlich viele Super Mario Bros. Level zu kriegen. Perfekt eigentlich, meiner Meinung nach. Obwohl das Game zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Review hier mache, erst 2 Wochen alt ist, ist es absolut schockierend, wie viele Stages schon hochgeladen wurden und mit wie viel Kreativität die Community da rangeht. Es gibt unglaublich verrückte Levels hier, wie zum Beispiel das, was ihr hier gerade seht, so eine Crazy Machine, wo man praktisch gar nichts drücken muss, sondern das ganze Level automatisch läuft. Das ist natürlich gameplaymäßig jetzt nicht sonderlich interessant, aber es ist einfach abgefahren zu sehen, dass irgendjemand sich tatsächlich hier viele Stunden hingesetzt hat, um alles vom Timing her abzupassen und dafür zu sorgen, dass mehr oder weniger ein Super Mario Zeichentrickfilm läuft. Schon genial, wie viele absolut verrückte Fans Super Mario auch heute noch hat, die sich stundenlang hinsetzen und dafür sorgen, dass wir alle bestens unterhalten werden. Die Online-Funktionen sind zweifellos genial, aber es gibt auch ein paar Macken. Bevor ich anfange zu meckern, möchte ich euch aber noch kurz erklären, was meine Lieblingsfunktionen sind. Und das ist alles, was mit dem Upload der eigenen Levels zu tun hat. Man muss tatsächlich, bevor man ein eigenes Level hochladen darf, dieses Level auch durchgespielt haben. So verhindert Nintendo, dass man halt irgendwelche schwachsinnigen Levels hochlädt, die man gar nicht schaffen kann. Und ein richtig schweres Level zu bauen, das dann nach unzähligen Versuchen selber zu schaffen und dann hochzuladen und es mit der Welt zu teilen, ja, vielleicht hat das was mit meiner sadistischen Ader zu tun, aber es ist dann einfach cool zu sehen, dass sich andere daran versuchen. Man bekommt hier Statistiken, es wird einem genau gesagt, wie viel Prozent aller User es geschafft haben. Natürlich darf jeder auch Kommentare abgeben durch das Miiverse und schreiben, was er von dem Level hält. Und besonders cool ist, dass man nicht unendlich Level hochladen darf, sondern man wird tatsächlich belohnt für gute Level, indem einem andere User Sterne geben. Und wenn man genug Sterne gesammelt hat, wird die Anzahl, die am Anfang bei 10 ist, also die Anzahl der Level, die man hochladen darf, langsam aber sicher gesteigert. Und das ist halt wirklich eine coole Geschichte, weil man einfach dann immer die Rückmeldungen hat, ist das, was ich mache, auch für andere Leute interessant oder nicht. Macht richtig viel Spaß. Etwas unzufrieden bin ich mit den verschiedenen Suchoptionen, die der Super Mario Maker zu bieten hat. Ich habe immer das Gefühl, Nintendo ist bei Online einfach ein paar Jahre hinter der Konkurrenz hinterher. Ich möchte einfach nur eine Nachricht haben, zum Beispiel jemand aus meiner Freundesliste hat ein neues Level hochgeladen, guck's dir doch mal an. Aber nein, es bleibt hier alles kompliziert. Die Levels, die haben ewig lange Codes, die man eingeben muss und ähnliches. Es ist nicht so intuitiv, wie man sich das wünschen würde. Aber gut, es gibt, wie gesagt, jede Menge Levels und man findet immer was Nettes, aber ich hätte mir gewünscht, dass das Ganze noch irgendwie einfacher gestaltet worden wäre. Egal, das ist die erste große Macke. Es kommen noch ein paar. Keine Sorge, das hier ist kein perfektes Spiel. Wenn ihr, genauso wie ich, eine furchtbare Amiibo-Sammelmacke habt, dann dürft ihr euch freuen. Denn kein anderes Wii U-Spiel unterstützt so viele Amiibos wie der Super Mario Maker. Nun gut, die Funktionen sind jetzt nicht absolut beeindruckend, aber sehr witzig. Ihr bekommt tatsächlich für jeden Amiibo, den ihr einscannt, eine neue spielbare Figur im Spiel. Leider nur immer im 8-Bit-Look. Was auch schon verdammt cool ist. Ich hätte mir gewünscht, dass auch verschiedene Figuren für die anderen Super Mario Games programmiert worden wären, aber nun gut, wir nehmen, was wir kriegen. Und das Nette ist, die einzelnen Figuren haben eigene Soundeffekte, eigene Animationen. Genial wäre gewesen, wenn sie auch noch eigene Fähigkeiten gehabt hätten. Das hätte nochmal richtig einen Sprung nach vorne bedeutet für das Spiel.
Aber egal, es ist halt cool, 8-Bit-Figuren aus allen möglichen verschiedenen Serien zu sehen. Einzelne Levels zu bestreiten ist eine tolle Sache für den schnellen Kick zwischendurch, aber Super Mario Maker bietet auch noch deutlich umfangreichere Herausforderungen. So gibt es zum Beispiel die 10 Mario-Herausforderungen, wo ihr mit insgesamt 10 Leben versuchen könnt, vorgefertigte Levels von den Profis von Nintendo zu bezwingen. Außerdem steht auch noch die 100 Mario-Herausforderungen zur Verfügung, wo ihr euch durch deutlich mehr Levels aus aller Welt kämpfen müsst. Und diese stehen auch in verschiedenen Schwierigkeitsgraden zur Verfügung, so dass dieses Spiel geeignet ist für Einsteiger genauso wie für Fortgeschrittene bis hin zu absolut durchgeknallten Mario-Profis, die das Original mit verbundenen Augen durchspielen konnten. Die Bosskämpfe waren meiner Meinung nach die größte Schwäche klassischer Mario-Games und leider ist dieses Problem auch noch beim Super Mario Maker vorhanden und zwar noch viel stärker als bei etwas aktuelleren 2D-Plattformern aus der Mario-Serie. Es liegt einfach daran, man hat hier nicht so viele Optionen. Man kann zwar bis zu 4 Bowsers einbauen, denen, wenn man Bock hat, auch noch andere Gegner auf den Kopf setzen, denen noch Flügel geben und ähnliches, aber trotzdem, irgendwie schafft man es meistens, wenn man nicht irgendwie einen von 3 oder 4 verschiedenen Tricks nimmt, immer an denen vorbeizurennen und einfach zum Ausgang zu rennen. Und auch irgendwann sind diese paar Umwege, die möglich sind, um den Ausgang zu versperren, irgendwann wird das unglaublich langweilig. Und ich hätte mir hier sehr gewünscht, dass zum Beispiel Bowsers diverse Verwandtschaft aus späteren Super Mario Games auch mit zur Verfügung stehen würde, tut sie aber nicht. Und deswegen, schade, hier wurde eine Gelegenheit verpasst und da hätte ich mir deutlich mehr gewünscht. Aber das soll jetzt nicht heißen, dass das hier kein super Spiel ist, ist es auf jeden Fall. Denn in allen anderen Bereichen wird praktisch alles geboten, was man haben möchte. Super Mario Maker ist wahrscheinlich der stärkste Editor, den es jemals für eine Konsole gegeben hat. Little Big Planet könnte man jetzt noch diskutieren, kann vielleicht gerade so mithalten, wobei ich einfach finde, dass Mario das bessere Spiel ist. Gerade weil das so ist, weil dieses Spiel die Kreativität so unglaublich anregt, fallen einem an jeder Ecke noch Verbesserungsmöglichkeiten ein. Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass man komplette Welten erstellen kann. Also so richtig mit ein bisschen Story, vielleicht wird diesmal nicht die Prinzessin entführt, sondern Toad oder Luigi oder sonst was. Oder dass es auch vielleicht die Möglichkeit gegeben hätte, das Gameplay an sich zu verändern. Zum Beispiel Wettrennen einzubauen, wie es damals auf Super Mario Bros. DX auf dem Game Boy Color möglich war. Oder auch Trigger einzubauen, so dass man eine bestimmte Anzahl von Gegnern killen muss, bevor sich eine Tür öffnet. All solche Sachen. Das Spiel ist stark, aber es hätte überall noch Möglichkeiten gegeben, noch mehr rauszuholen. Der absolute Traum wäre es natürlich gewesen, eigene Sprites zu entwickeln. Wobei ich verstehen kann, dass Nintendo zurückhaltend ist, wenn es um Mario geht. Das ist immerhin deren beliebteste Serie. Und irgendwer hätte bestimmt einen Schniepel gemalt und den als Gegner da reingesetzt, wenn man den Leuten die absolute Freiheit gegeben hätte. Das größte Manko des Spiels ist zweifellos die Tatsache, dass kein Multiplayer-Modus vorhanden ist. Ich kann nicht nachvollziehen, warum, weil auf Wii und Wii U gab es das bei den letzten Mario-Spielen, war ein Riesenspaß und jetzt ist es nicht mehr dabei. Schade. Ich könnte grundsätzlich noch so 2-3 Stunden über Super Mario Maker reden, über die Features und warum ich das für eines der wichtigsten Spiele der aktuellen Konsolengeneration halte, aber alles muss mal enden, deswegen komme ich zum Fazit. Und zuerst mal wieder die negativen Punkte. Was mich besonders stört, ist, dass dieses Game keinen Multiplayer-Modus hat. Außerdem die eingeschränkten Bosskämpfe, die halt ein bisschen langweilig werden auf Dauer. Und die komplizierte Nintendo-typische Online-Suche stört mich auch. Dafür bekommt man einen starken und einsteigerfreundlichen Editor. Und endlich habe ich verstanden, wofür das Gamepad gedacht ist. Und das Allerbeste ist, wir haben genug Mario-Levels für die nächsten 100 Jahre und können immer weiter Mario in 2D spielen.
Ich gebe diesem Spiel auf meiner absolut objektiven und wissenschaftlich fundierten Skala eine Wertung von 8,4 von 10. Und die restlichen 1,6 hebe ich mir auf für eventuelle Downloads, die noch kommen, die hoffentlich noch mehr Features bringen und uns noch mehr Möglichkeiten zum Basteln geben werden. Ein tolles Spiel, ich kann es euch nur empfehlen, ihr solltet es euch holen. Danke fürs Zugucken, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zocken und beim Levels basteln und ich hoffe, ihr guckt beim nächsten Mal auch wieder rein. Danke und ciao!